Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das Thema ADHS und Modediagnose. Es gibt in letzter Zeit wieder ein starkes mediales Interesse am Thema ADHS und auf der anderen Seite gibt es immer wieder Leute, die auch sagen, ADHS gibt es gar nicht. Das ist ein Thema, und das möchte ich heute mit meinem heutigen Gast, das ist die Frau Astrid Neu-Lobkowitz, ein bisschen tiefer reinspüren. Wir sprechen natürlich auch über so zentrale Fragen. Was tut Menschen mit ADHS gut? Wie kann man Menschen mit ADHS helfen? Wir sprechen über das Thema Medikamente. Helfen Medikamente? Brauchen Betroffene Medikamente? Muss man Angst haben davor, dass sich zum Beispiel auch die Persönlichkeit verändert, wenn man zum Beispiel Medikamente wie Ritalin einnimmt? Über alle diese und noch viele weitere Fragen sprechen wir heute. Ich würde Sie, Frau Neu-Lobkowitz, vielleicht bitten, sich für die, die Sie noch nicht kennen, sich einmal kurz vorzustellen. Ja, ich bin Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit diesem Thema ADHS bei Erwachsenen. Ich habe dazu auch mehrere Bücher geschrieben, habe eine Facharztpraxis in Aschaffenburg und auch nochmal ein ADHS-Zentrum in München. Und ich finde das ein unglaublich spannendes Thema und freue mich eigentlich sehr, dass das jetzt so eine mediale Aufmerksamkeit bekommt. Auch gerade junge Journalisten, ich habe fast jede Woche eine Anfrage, auch wirklich von guten Printmedien, die sich jetzt mit dem Thema intensiv und auch wissenschaftlich beschäftigen. Wir haben ja eine ganze lange Zeit gehabt, wo ADS tatsächlich so abgetan wurde. Und ich bin immer sehr froh, wenn wir das einfach jetzt mal von der wissenschaftlichen Seite anschauen, weil da haben wir sehr klare Daten. Also weltweit gibt es ADS. Es gibt, wir haben ja eine internationale Nomenklatur, die ICD-Ziffern. Dafür gibt es zwei ICD-Ziffern. Weltweit wird das chiffriert. Es gibt sehr klare auch Anforderungen, wie wir ADS diagnostizieren. Und wir wissen, dass in Mitteleuropa 3,5 bis 5% der Menschen der Normalbevölkerung von ADHS betroffen sind. Das Problem ist, dass wir da eine sehr gute Datenlage, Studien dazu haben, dass wir auch Leitlinien in Deutschland haben, also dann Leitlinien sind die Empfehlungen der Bundesärztekammer, sind eigentlich unsere höchsten Behandlungsempfehlungen, die wir haben. Die gibt es auch für ADS bei Erwachsenen, die auch sehr klar sind, aber dass das einfach nicht in die Köpfe der Fachärzte, der Psychotherapeuten, der Psychologen kommt und auch nicht so sehr in das Bewusstsein der Betroffenen. Und ich freue mich immer sehr, dass auch gerade im Internet sehr viel darüber publiziert wird. Und ich mache ganz oft in der letzten Zeit die Erfahrung, dass die Patienten besser informiert sind als die Fachärzte und die Psychotherapeuten. Und es kommen immer. Jede Woche habe ich ganz viele von diesen Patienten, die betroffen sind, die sagen, ich war schon bei drei Kollegen, ich habe schon drei Psychotherapien gemacht, ich habe das jetzt gelesen, ich weiß, ich habe ADS. Und mir wurde immer gesagt, nein, das ist eine erfundene Krankheit, aber ich weiß, ich habe das so tief in mir gespürt, das ist mein Problem. Und fast immer haben die Patienten recht, dass es tatsächlich ein ADS ist. Und die haben oft eine ganz lange Odyssee von Behandlungen schon vorweg. Also ich sehe fast nie einen unbehandelten ADS-Patienten, der noch gar nichts gemacht hat, sondern es wurden einfach oft über viele Jahre Fehldiagnosen gestellt, sind viele Behandlungen vorangegangen, die dann eben nicht so richtig geholfen haben. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das eine ernstzunehmende Erkrankung ist. Und ich finde das immer ein bisschen problematisch mit dem Erkrankungsbegriff, weil ich das erstmal gerne so in dem Bereich, und da gehört auch Autismus dazu, Neurodiversität hätte. Das ist erstmal eine besondere Art zu sein. Ja, das ADS und auch der Autismus. Ja, und es ist auch nicht jedes ADS behandlungsbedürftig, aber das gilt ja auch für den Autismus. Aber wenn es dann eben zu ernsteren Beeinträchtigungen kommt oder zu Begleiterkrankungen, was bei ADS leider auch häufig ist, dann sollte es und muss es auch behandelt werden. Und dann ist es ein großer Fehler, wenn man das ADS nicht erkennt und auch nicht störungsspezifisch behandelt. Das ADS braucht eben auch eine ganz besondere Behandlung. Ich denke, da kommen wir im weiteren Verlauf des Gesprächs drauf. Da sind jetzt ja natürlich schon ganz, ganz viele Sachen drin gewesen. Also zum einen höre ich da raus, und das ist natürlich auch mein Verständnis von der ganzen Thematik als Laie, dass mit ADHS sehr, sehr häufig ein enormer Leidensdruck mit einhergeht. Und sei es auch nur durch die
ja, durch die Spannungen, die mit der jeweiligen Umwelt aus dieser ganzen Thematik entstehen und es deswegen vielleicht auch schon zu so einer langen Behandlungsgeschichte gekommen ist im Vorfeld. Das heißt also, das ist ja so eine Theorie, wenn wir jetzt auch bei dem Begriff Neurodiversität bleiben, zumindest habe ich das gehört, Sie dürfen mich da gern korrigieren, ergänzen, dass einfach ADHS evolutionär so entstanden wäre und dass auch Menschen mit ADHS vielleicht in der Vergangenheit als Jäger, die schnell auf irgendwelche Tiere, ihr Umfeld reagieren mussten, durchaus seinen Platz hat, was die ganze Bandbreite der menschlichen Vielfalt und Talente anbelangt. Aber trotzdem scheint es ja zumindest bei den stärker ausgeprägten Fällen ja so eine Art ja, Moment oder Kern zu geben, der zu großen Leiden führt. Also wie passt das zusammen? Wann sollte man im Hinblick auf ADHS von einer Störung sprechen? Wann ist es Teil der normalen Bandbreite des menschlichen Seins? Also ich bin auch ein Anhänger dieser Jägertheorie. Und das muss man uns jetzt aber mal auch angucken. Was hat denn der Jäger vor 10.000 Jahren in der Savanne Afrikas gemacht? Ich finde das immer ganz wichtig, auch so ein Verständnis für diese besondere Art zu sein von ADS herzustellen. Also der Jäger hatte eine ganz andere Umgebungsbedingung. Ja? Der war in der Savanne Afrikas, war extrem einsam, extrem gefährlich. Ja? Er musste alles mitbekommen, war immer in Gefahr, immer bedroht. Ja? Es ist den ganzen Tag nichts passiert und er hatte Hunger. Also er lag so dösend im Gras, musste, wir kennen das von den Hunden, ja, die schlafen und sie kriegen 360 Grad alles mit. Und das nennen wir Reizoffenheit, das musste der Jäger damals haben, der musste jedes kleinste Geräusch wahrnehmen, ja, und zwar völlig priorisiert, jedes kleinste Geräusch konnte die Antilope sein, die wollte er jagen, oder aber der Löwe, der wollte ihn pressen. Also das heißt, man musste, diese Reizoffenheit war ein Vorteil, alles mitzubekommen und auch ohne jedes Geräusch musste sofort auch verarbeitet werden. Ja? Das haben die ADSler immer noch. Ich nenne das immer den Pirschmodus, alles mitbekommen. Und dann, man musste sozusagen das Gras wachsen hören. Und wenn dann ein Grashalm geknickt wurde, musste man blitzschnell, impulsiv, da haben wir ja auch wieder das, ja, impulsiv aufspringen und sofort, auch ohne zu denken, ja, das ist ein großes, typisches ADS-Symptom, sofort was machen. Flucht oder ein. Ja, Impulsivität. Also das heißt, es hat der am besten überlebt, der am meisten mitgekriegt hat und am schnellsten impulsiv reagieren konnte. Also die ADSler haben zwei Möglichkeiten, aufmerksam zu sein. Einmal diese Reizüberflutung, alles mitzubekommen, alles gleichzeitig, alles gleich wichtig. Und dann gibt es eben noch diesen Jagdmodus, wenn man die Antilope im Fernrohr hatte, ja, dann nur noch das. ADSler können sich hervorragend konzentrieren, aber nur für die Dinge, die Spaß machen. ADS-Kinder können 3 Tage am Stück Lego nach Gebrauchsanweisung bauen, wenn sie es interessiert. Und sie können 2 und 2 nicht zusammenrechnen, wenn es langweilig ist. Das ist der Hyperfokus. Der Hyperfokus. Genau. Und dann geht aber alles andere weg. Das heißt, die ADSler können nur Jagd oder Fisch. Ja? Und das merken sie nicht, weil sie ja so auf die Welt gekommen sind. Das ist ja eine genetische Besonderheit. Ja? Jetzt sind wir aber nicht mehr in der Savanne Afrikas, ja, sondern wir sind in einer reizüberfluteten Umgebung, hier mitten in München zum Beispiel, ja, wo ständig was passiert. Ja. Also, oder man nimmt so eine Vorlesung, der eine lässt den Stift fallen, der Professor redet da vorne was, der nächste bimmelt was im Handy. Also, und jedes Geräusch führt bei den ADS-Lern zu einer sofortigen Ablenkung, zu gucken, was ist denn da los. Ja, aber wenn man das nicht anders erlebt hat, denkt man, das ist normal. Das heißt, wir haben eine extreme Reizüberflutung und eine ständige Ablenkbarkeit. Ja. Das ist die eine Geschichte mit der Aufmerksamkeit. Wir brauchen eigentlich heute, ich nenne das ja mal Kulturmodus, für den Kulturmodus so eine 5 bis 10 Meter Aufmerksamkeit und den Rest ausblenden. Es ist nicht wichtig, der Lasse, der auf der Straße fährt und der da ganz hinten mit 20 Meter Entfernung noch irgendwas mit seiner Frau bespricht. Aber die ADSler können es nicht wegblenden und sind damit ganz oft reizüberflutet und haben einfach, das ist das, was sie uns erzählen, zu viele Gedanken im Kopf, sie springen von einem Gedanken zum anderen, sind ständig abgelenkt. Dann gibt es aber noch dieses emotionale Problem, dass die ADSler mussten, beziehungsweise die Jäger mussten damals ein gutes Frühwarnsystem haben, sozusagen eine scharf gestellte Alarmanlage. Man musste Gefahr vorwegnehmen, man musste
sofort spüren, wann werde ich angegriffen, wann werde ich gekränkt, wann wird es gefährlich. Und die war so scharf eingestellt, die ist nicht unbedingt angesprungen, erst wenn der Einbrecher ins Wohnzimmer steigt, die Alarmanlage, sondern schon, wenn der Schmetterling vorbeifliegt. Man musste sozusagen im Voraus Gefahr wittern. Ja, und das ist auch das Problem, was ADSler heute haben, dass sie so dünnhäutig, verletzlich, empfindlich sind und so schnell überreagieren. Ja, es ist eigentlich eine gefühlsmäßige Überreaktion. Wir wissen, dass die ADSler fühlen sich schneller gekränkt, verletzt, angegriffen. Sie interpretieren soziale Situationen oft viel negativer, als sie tatsächlich sind. Sie glauben natürlich auch ihre Alarmanlage, weil mit der sind sie auf die Welt gekommen. Ja, also das ist diese emotionale Überempfindlichkeit, oft Hypersensitivität auch genannt, aber die eben auch oft zu Fehlinterpretationen führt, ja, und die auch zu ständigen Stimmungsschwankungen führt, ja, eine kleine Bemerkung kann dazu führen, dass dann sofort die Stimmung entgleist oder dass man ganz schnell wütend werden kann oder auch natürlich ganz schnell begeistert oder dass man ganz schnell Sachen macht, deren Auswirkungen man nicht bedenkt, wo man die Konsequenzen einfach nicht richtig beachtet. Das ist ja auch ein klassisches ADS-Symptom, ja. Dann kommt das nächste, was bei ADS wirklich eine große Rolle spielt. Das ist eine Störung der Exekutivfunktion, das heißt der Planungsfunktion. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was musste denn ein Jäger machen? Der musste gar nicht planen. Der hat aus dem Hier und Jetzt heraus gelebt und hat aus dem Moment heraus reagiert. Ja, wenn die Antilope vorbeikam oder der Löwe. Lässt sich ja auch gar nicht planen, das Leben in der Wildnis. Lässt sich nicht planen, sondern im Gegenteil, sie müssen achtsam sein, sie müssen sofort reagieren. Die Planungsfunktionen wurden erst im Ackerbau entwickelt. Säen, Ernten, Vorratshaltung, da musste man einen Begriff für Zeit entwickeln. Wann ist Frühjahr? Wann ist Sommer? Wann ernte ich? Ja, die Esler haben kein Zeitgefühl. Die haben eine sehr schlechte Einschätzung von Zeit, weil sie brauchten eigentlich nur hier und jetzt. Was vorbei war, war vorbei, ist auch ein Problem der ADSler, aus dem Auge, aus dem Sinn, ist dann einfach weg. Erfahrung wurde auch nicht so ausgewertet, man war eigentlich dann schon wieder im nächsten Moment, im Hier und Jetzt. Im Ackerbau war man jetzt gezwungen zu lernen aus Erfahrung. Ja? Also wenn ein ADSler früher gesät hat, der hätte im Herbst nicht mehr sein Feld gefunden und nicht mehr gewusst, was er geerntet hat. Ja? Weil das wäre so weit weg. Ja? Und dieses ganze zeitlich planen, stringent denken, das ist viel später gekommen. Ja? Und das ist ja auf der anderen Seite auch die Stärke der ADSler, diese Reizoffenheit, dieses ganz viel wahrnehmen, viel mehr wahrnehmen können als andere, schnell zu reagieren, intuitiv zu reagieren, originell zu sein, kreativ zu sein, flexibel zu sein. Aber wenn das natürlich zu sehr ausgeprägt ist, heißt das aber auch ständig abgelenkt sein, ja, nicht bei der Sache bleiben können, unter den eigenen Möglichkeiten bleiben, zu impulsiv sein, ständige Stimmungsschwankungen haben, so emotional instabil zu sein, nicht planen zu können, nicht anfangen zu können, diese Prokrastination, Sachen nicht zu Ende bringen können. Ja. Und das hat natürlich ganz große Auswirkungen auf das gesamte Leben. Einmal, dass eben auch lange nicht so eine gute Ausbildung erreicht wird, wie es dem eigenen Potenzial entspricht, weil man halt nicht, wenn man verpeilt, verstrahlt, tausend Gedanken einen ablenken, dass man in Beziehungen Schwierigkeiten hat, weil man ständig gekränkt, verletzt ist, überreagiert, ja, dass man viel Kritik bekommt von anderen, ja, und dass man selber natürlich auch eine Menge Selbstzweifel hat, warum man eigentlich so viele Sachen vergisst, nicht auf die Reihe kriegt, nicht zu Ende macht. Also das ist ja oft so eine Quelle von tiefen Selbstwert, Selbstzweifel und so ein Mangel an Selbstwertgefühl. Und daraus resultiert, und das macht jetzt das ADS auch noch so kompliziert, dass das ADS praktisch ein Risikofaktor für alle weiteren seelischen Erkrankungen sind, insbesondere für Depressionen und Angststörungen. Das wissen wir, dass die Hälfte aller, ich sage jetzt mal unbehandelten ADS-Patienten, Depressionen und Angststörungen bekommen. Und damit gehen sie dann zum Psychiater und Psychotherapeut und die sehen dann oft nicht, dass darunter noch ein ADS liegt. Und wenn man dann nur die Angst und die Depression behandelt und das ADS nicht mit, kriegt man eben auch die Angst und Depression nicht im Griff. Weil es ist ja Quelle auch ständigen Scheiterns. Ja, also das heißt, wenn Sie was vornehmen und Sie können es nicht machen und Sie können es nicht zu Ende machen und Sie wissen, Sie machen es nicht so gut, wie Sie es gekonnt hätten. Das ist ja immer wieder erneut eine Niederlage mit sich selbst. Das ist ja immer wieder Frust und Misserfolg. Und das unterhält dann auch weiter die Depression. Und noch dazu ist das Problem, dass es eine höhere Rate von Suchterkrankungen gibt, weil Sucht oft auch Selbstbehandlung ist, ja, dass man versucht, damit ruhiger zu werden. Das habe ich noch nicht erzählt, das ist auch mit dem Jäger noch nicht so klar. Es gibt ja zwei Sorten von ADS. Das eine ist das Hyperaktive, dieses innere Getriebensein, unruhig sein, zappelig sein, nicht stillsitzen können.
haben zumindest im Jugendalter mehr die Männer, die Jungs. Und eben dieses unaufmerksam verträumte ADS, das haben eben mehr die Mädchen. Das ist sehr schwer oft zu erfassen, weil die gar nicht auffallen. Die träumen so weg und sind so in so einer anderen Welt. Ja? Und das ist eben schon auch ein großer Nachteil. Da ist man oft sehr langsam, wenn man das Unaufmerksame hat. Und dann kommt man noch viel schwerer in die Gänge. Und das ist dann auch im Beruf oft ein großes Problem, weil man einfach zu langsam ist und man dann viel Druck kriegt, wie oft heimlich arbeiten, damit niemand merkt, wie langsam man ist. Und die Hyperaktiven haben eben das umgekehrte Problem, dass sie zu schnell sind, nicht genug nachdenken, zu heftig sind in ihren Gefühlsausbrüchen und damit natürlich auch eine ganze Menge im sozialen Umfeld passiert. Thema soziales Umfeld. Sie hatten jetzt vorhin schon gesagt, dass ADHSler auch so sehr sensibel sein können für die kleinsten Zurückweisungen und dann auch immer sehr stark emotional werden können. Da frage ich mich jetzt natürlich auch, vielleicht können Sie da noch mal ein, zwei Sachen zu sagen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass durch das ADHS natürlich auch viel angeeckt wird im sozialen Umfeld und dass Betroffene vielleicht auch viele negative Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel jetzt im Hinblick auf irgendwelche Arbeiten, die verrichtet werden sollen und die dann nicht zu Ende gemacht werden oder wie Flüchtigkeitsfehler drin sind. Und dann gibt es, wie es in unserer Gesellschaft ja leider üblich ist, die entsprechende, ja, verbale Bestrafung, sage ich mal, dafür von scharfer negativer Kritik. In der höchsten Form, vielleicht sogar von Liebesentzug, ist ja alles denkbar. Führt das vielleicht auch zu dieser oder zum Teil zu dieser erhöhten Kränkbarkeit, dass man dann immer sensibler wird auf diese negativen Rückmeldungen aus dem Umfeld? Weil es also ist ja auch ein Lernprozess am Ende, ne? Es ist sicher beides. Ja, also auf der einen Seite diese Hypersensitivität, Hypersensibilität, alles sich mehr zu Herzen nehmen. Man ist so dünnhäutiger, durchlässiger für Kränkung oder man antizipiert eben auch die Kränkung, die oft gar nicht so da ist. Ich höre was du nicht sagst, in diesem Frühwarnsystem, in dem Scharfgestellten. Aber natürlich passiert auch das. Ja, ich sage immer, ADS-Kinder haben es schwer, aber auch Eltern und alle anderen. Es ist halt auch schwierig, wenn ein ADS-Kind nie das macht, was die Eltern sagen. Ja, also wenn Zähneputzen schon morgens anfängt, ein Problem zu sein, die Schulranzen packen ein Problem ist, ja, Schulhausaufgaben ein Problem ist, die Spülmaschine nicht ausgeräumt wird. Also natürlich gibt das dann auch eine Ansammlung von negativen Rückmeldungen, die sich natürlich wieder auf das Selbstwertgefühl schlagen. Und die sagen auch die ADS-Betroffenen, ich war immer das schwarze Schaf, ich bin immer der Einzige, der geschimpft wurde. Dann sind sie oft noch motorisch ungeschickt und dann fällt auch noch ganz viel um und dann hören sie nicht. Und dann sagt vielleicht auch mal die Mutter, wenn ich dich nicht auf die Welt gebracht hätte, wäre mein Leben einfacher gewesen. Ja? Und das schreibt sich dann der ADHSler auf die Festplatte, meine Mutter hat mich nie geliebt. Die war aber vielleicht einfach in diesem Moment auch total überfordert. Das finde ich immer ganz wichtig so zu sehen. Ja, die ADHS-Kinder haben oft auch Schlafstörungen. Das heißt, sie schlafen oft jahrelang nicht richtig. Das heißt, die Eltern auch nicht. Ja? Also das ist oft ein enormer Stressfaktor für die ganze Familie. Ja? Oft sind es auch mehrere betroffen, das ja erblich ist. Und das ist dann oft auch so ein großes Konfliktfeld in der Familie. Und wenn auch die Eltern betroffen sind und eben auch schnell ausrasten. Ich sage immer, die ADSler sind Mimosen mit einer Holzkeule. Extrem dünnhäutig und sensibel, aber heftig im Austeilen. Und wenn da mehrere Mimosen mit der Holzkeule unterwegs sind, dann verletzen die sich auch gegenseitig. Dann rasten die auch schneller aus. Dann passieren auch impulsive Handlungen, die hinterher bereut werden, aber die dann doch irgendwo da sind. Und da kriegt man schon, glaube ich, auch eine Menge ab, wenn man an Kritik, an oft auch an Ungerechtigkeit, man war es ja dann nicht immer, ja, aber wenn man, also in der Schule, wenn der Lehrer sich schon auf einen eingeschossen hat und dann war man es mal nicht, dann hat man es vielleicht auch an der Backe, ja. Also es kommt eine Menge negative Erfahrung im Laufe des Lebens, wird da gemacht und die bleibt natürlich hängen und mit dieser negativen Erfahrung geht man eben auch ins Erwachsenenalter und da ist man schon ziemlich angeschlagen. Da kommt man nicht mit einem guten Selbstwertgefühl an, sondern schon mit einem ziemlich zerfledderten, ja, und vor allen Dingen auch mit tiefen Selbstzweifeln. Wenn wir jetzt, also Sie haben natürlich jetzt das enorme Fachwissen und ich habe auch schon ein, zwei Sachen über das Thema gelesen, aber das ist ja natürlich nicht bei jedem so. Und das ist natürlich auch nicht bei den Leuten, die jetzt eine frische Diagnose bekommen, so. Und wenn wir jetzt nochmal bleiben bei diesem Satz, ADHS gibt es nicht.
Das lässt sich wissenschaftlich nicht halten, dass es das nicht gibt, weil es eben klare Kernsymptome gibt und die müssen Sie auch abbilden. Und es ist auch ganz wichtig in der Diagnostik, Sie müssen das im gesamten Leben abbilden. Ja? Das ist verlangt. Aber das kann man nicht wegdiskutieren, das ist ja klar. Ich möchte auf folgenden Punkt hinaus. Ich verstehe jetzt natürlich schon die eine Seite, dass man sagt, das ist entsteht aus einer evolutionären Situation der Jäger damals und dass man dann natürlich sagt, das gehört zu der normalen Bandbreite irgendwo bis zu einem gewissen Grad des menschlichen Seins. Aber wie geht jetzt zum Beispiel, das ist das, worauf ich hinaus möchte, geht jetzt zum Beispiel ein Betroffener oder auch die Eltern eines oder einer Betroffenen damit um, wenn man solche Dinge gesagt bekommt? Also man hat eine Diagnose bekommen und hört dann in den Medien oder auch in seinem sozialen Umfeld, hey du, vergiss das mal mit deiner Diagnose, ADHS, das gibt es gar nicht oder du redest dir das nur ein. Das sind ja solche Sätze und ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr verletzend sein kann für die Betroffenen, gerade wegen den vielen Problemen, die aus dieser Thematik entspringen, dass man sich vielleicht durch die Diagnosestellung zum ersten Mal verstanden fühlt, gesehen fühlt, sich auch anfängt besser zu verstehen und dann kriegt man das gesagt, Mensch, das gibt es doch gar nicht. Natürlich auch im Hinblick auf die Eltern, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass ADHS eine hohe genetische Komponente hat, es kursieren aber natürlich auch Behauptungen, sage ich einfach mal, dass ADHS ein reines Resultat von Misserziehung ist und auch das sehe ich persönlich jetzt erstmal, Sie dürfen das gern gleich ergänzen, korrigieren, sehe ich als ein großes Problem auch für die Eltern, weil dann müssen sich ja die Eltern auch immer wieder, wenn die genetische Komponente von ADHS abgesprochen wird, mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, in der Erziehung alles falsch gemacht zu haben. Das erinnert mich so ein bisschen an Thema Autismus. Ich selbst habe ja eine Asperger-Diagnose, an diese Kühlschrank-Mutter-Theorie, die es ganz viele Jahrzehnte gab. Für meine Mutter würde das, glaube ich, spielt das mit Sicherheit eine große Rolle, ob Autismus angeboren ist oder durch eine Kühlschrankmutter entsteht. Da kann man sie gerne fragen. Sie würde sagen, sie würde die Kühlschrankmutter-Theorie wahrscheinlich nicht so lustig finden. Ja, wie geht man um als Betroffener? Also, Sie haben da völlig recht. Das haben wir zum Teil auch noch in der Psychotherapie ganz, ganz hart. Ja? Also es ist natürlich immer eine Frage, wo bezieht man seine Informationen? Also wir haben ja wirklich sehr gute, im Internet sehr gute Groups und Chatrooms, die das auch wirklich sehr gut machen. Dazu gehört zum Beispiel der Bundesverband ADHS Deutschland, die da eine sehr gute Arbeit machen an Aufklärungsarbeit und das auch im wissenschaftlich auch neuesten Stand ist. Ja. Sie werden nicht verhindern können, dass es im Internet immer irgendwelche Fehlinformationen gibt. Das haben wir ja bei Corona genauso. Also aber das Problem ist in der Tat die Psychotherapie. Ja? Und da ist es selbst mein Fachgebiet, deswegen darf ich darüber reden. Also da sehe ich das wirklich ganz oft. Und ich finde das, was Sie sagen mit der Kühlschrankmutter, das hatten wir übrigens früher bei der Psychose auch. Das war die schizophrenogene Mutter, was man da den Eltern aufbürdet an Schuld. Ja? Und ich erlebe das tatsächlich immer noch sehr oft, dass dieses ADHS nicht erkannt wird und dass dann in der tiefen psychologischen Psychotherapie, in der analytischen Psychotherapie dann geguckt wird, wo die Mutter das Kind abgelehnt hat. Und das finde ich so gemein, weil die meisten Mütter oder die meisten Eltern sich wahnsinnig viel Mühe geben, sich auch wirklich sehr an sich zweifeln, ganz viel gemacht haben. Das ist nicht ein Kind, das ADHS-Kind, ich sage jetzt mal das Hyperaktive, was zu wenig gekriegt hat, sondern was einfach schwierig war. Ja, und natürlich sind die Eltern irgendwann entnervt und auch mal ablehnend und auch mal, wie gesagt, mit solchen Sätzen, hätte ich dich nicht bekommen. Aber das heißt ja nicht, dass sie das Kind nicht lieben, sondern das heißt, dass sie in diesem Moment so gestresst sind, dass ihnen der Gaul durchgeht, das passiert. Ja, und dann ist das so eine Fehlinterpretation und das treibt einen tiefen Keil in eine Familie. Und der ist erstmal falsch. Und der ist auch wirklich schädlich. Ja? Und ich erlebe das oft, dass ich das dann so erkläre. Wissen Sie, Sie hatten es schwer und auch Ihre Eltern hatten es schwer. Und Sie müssen nochmal mit Ihren Eltern drüber reden, ja? Dass das einfach leider nicht erkannt wurde. Und das führt oft zu so einer Befriedung in der Familie, ja? Dass dann einfach auch
mir Patienten erzählen, das hat so gut getan, dass ich das da mal, dass ich meine Mutter mal freigesprochen habe, dass sie nicht schuld ist daran, dass ich eine Konzentrationsstörung habe, impulsiv bin, ja, chaotisch bin, nicht aufräumen kann. Damit hat sie gar nichts zu tun. Die hat, war vielleicht streng und hat versucht, dass der meinen Schulranzen aufräumt und sein Zimmer. Und dann hat sie mich Zoff gegeben. Aber das ist ja auch no was Normales in der Familie. Und das darf man nicht pathologisieren. Und deswegen ist das so wichtig, das wird oft dann so anders eingeordnet. Na, ja, dieses Kind ist innerlich abgelehnt worden und deswegen war das schwierig. Und es ist andersrum. Das Kind war schwierig, ja, aber es konnte nichts dafür. Und die Eltern haben natürlich auch mit diesem schwierigen Kind Probleme und dann irgendwann auch mit sich selbst, ist ja klar, ja. Und das allererste, was ich immer wieder sage, niemand hat Schuld und es gibt keinen Grund dafür. Und das ist so dieser Paradigmenwechsel in der Psychotherapie, wo ja immer noch so rumgeistert, alle psychischen Erkrankungen haben eine Ursache. Und die meistens in der Kindheit und meistens bei den Eltern. Und das stimmt einfach nicht, ja. Also bei ADS wissen wir sehr klar, das ist erblich. Es gibt noch weitere Risikofaktoren. Frühgeburt und Mangelgeburt und Rauchen der Mutter in der Schwangerschaft. Ja, das sind Risikofaktoren. Aber ansonsten ist es erblich und dann spielt es natürlich eine Rolle immer. Ja, wie wächst denn das Kind auf? Hat es eine unterstützende Eltern, die klar und konsequent erziehen, nicht alles laufen lassen, für ADS gar nicht gut, ja, die Ressourcen haben, die auch gebildet sind, dann läuft das natürlich völlig anders als bei der alleinerziehenden Mutter von Hartz IV, die noch zwei andere Kinder hat, völlig überfordert ist, ein Alkoholproblem hat. Ich sage das jetzt, ja, die kann ein Kind natürlich ganz anders, also viel weniger unterstützen. Da wird das viel schneller aus dem Ruder laufen. Ja, also natürlich spielt immer die Umwelt in jede psychische Erkrankung hinein, ja, dass es fördernde und weniger fördernde Umgebung gibt, ja. Aber dass dieser Paradigmenwechsel ist, da gibt es ja jetzt etwas, was genetisch ist, das ist ja sowieso in Deutschland sehr verpönt, ja, aufgrund unserer grauenvollen Vergangenheit. Und es muss auch medikamentös behandelt werden. Das ADS ist wirklich etwas, was neurobiologisch ist. Ich darf das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen mit dem Jägergen. Wir wissen, dass das ein Problem mit dem Dopaminstoffwechsel ist. Dopamin ist das Gehirnhormon, das reguliert Konzentration, Motivation, Stimmungsstabilität. Und das wird genetisch zu schnell abgebaut. Das heißt, der ADSler hat in der heutigen Zeit, nicht in der Savanne Afrikas, eigentlich einen Dopaminmangel, weil er bräuchte mehr Dopamin, mehr Reizfilter, ja, mehr Abschirmung, emotionale Abschirmung. Und das würde passieren, indem man das Dopamin anhebt. Und das muss man auch tun. Ja, und das tut man jetzt eben mit diesen Stimulantien, ja, und damit wird das auch besser. Das Aber heißt aber, wenn ich die Zwischenfrage stellen darf, das heißt, dass der ADHSler nicht deswegen einen Dopaminmangel hat, weil er über weniger Dopamin verfügt als alle anderen, sondern er hat deswegen einen Dopaminmangel, weil er aufgrund seines ADHS und seiner Sensitivität für das Umfeld eigentlich noch mehr bräuchte. Verstehe ich das nein. richtig? Nein, er hat tatsächlich einen Dopaminmangel, weil das eine genetische Besonderheit hat, dass das Dopamin schneller abgebaut wird. Das ist jetzt eine einfache Theorie, das ist auch eine Netzwerkstörung, das ist hochkomplex, das verstehen wir auch erst in Ansätzen, ja. Aber wir müssen das Dopamin hochregulieren. Das gibt nur zwei Medikamente, die das können. Das ist eben Amphetamin und Ritalin, also Methylphenidat, ja. Damit eben mit dem höheren Dopamin diese Reizfilter kommen, dass man nicht mehr bei jeder Kleinigkeit abgelenkt wird und so eine Art Schutzschicht, dass, so eine emotionale Schutzschicht, dass einem nicht mehr alles, dass das Frühwarnsystem nicht mehr dauernd anspringt im Sinne von Angriff und Verteidigung. Ja? Und damit werden ADSler entspannter, ruhiger, klarer, wacher. Ja, und emotional ausgeglichen. Und das ist eine ganz große Veränderung. Und das ist auch so in den Leitlinien abgebildet. Ja, die Leitlinien der Bundesärztekammer sagen immer medikamentöse Behandlung als erstes. Und bei uns läuft es gerade andersrum. Ja, da guckt dann erstmal irgendein Psychotherapeut, Psychiater, was ist denn in der Kindheit passiert? Und ach ja, das war ja ganz schlimm. Und natürlich erlebt auch der ADS-Patient seine Kindheit anders. Der erlebt ja tatsächlich, ich wurde immer geschimpft. Ja, ich war immer das schwarze Schaf. Ja, meine Eltern haben mich gezwungen, im Bett still liegen zu bleiben. Ja, haben sie wahrscheinlich wirklich. Sie haben ihn gezwungen, Hausaufgaben zu machen, ihm alle Strafen der Welt angedroht, wenn er jetzt nicht endlich seine Hausaufgaben macht. Also da kam es schon wirklich zu heftigen Auseinandersetzungen. Aber es ist nicht der Grund, sondern es ist die Ursache von, das ist schon die Symptomatik von ADS, die ganz früh natürlich eine Rolle spielt. Ja.
Und deswegen sagt man Psychotherapie erst nach medikamentöser Einstellung und auch nicht analytische und tiefenpsychologische Psychotherapie, sondern Verhaltenstherapie, wo Betroffene lernen, wie strukturiere ich meinen Tag, wie räume ich auf, wie kann ich meine Zeit besser einteilen, wie lerne ich meine Gefühle besser zu kontrollieren. Also das wäre jetzt eine sinnvolle ADHS-Therapie und nicht in der Kindheit zu gucken, ja, was ist da alles falsch gelaufen, höchstens nochmal nachzugucken. Das machen natürlich viele Patienten, zu sagen, jetzt verstehe ich besser, warum manches in meiner Kindheit so gelaufen ist. Und das führt dann zu mehr Selbstakzeptanz, ja? Nämlich zu verstehen, aha, deswegen haben meine Eltern das gemacht, deswegen habe ich das gemacht, weil ich war ja immer verpeilt, ich konnte mir auch nie was merken, weil ich ja so zerstreut und so ablenkbar war. Und das ist dann auch eine Form von Heilung, innerer Heilung, sich selber besser verstehen zu können, eine Gebrauchsanweisung für sich zu haben. Ich sage immer, ADSler haben ein anderes Stärke-Schwäche-Profil. Sie haben andere Stärken, eben diese Intuition, diese Kreativität. Aber sie haben auch ganz große Schwächen, eben diese schlechten Planungsfunktionen und diese Hyperemotionalität. Bleiben wir mal beim Thema Medikamente. Sie wissen natürlich, wie die Meinung der meisten zu Medikamenten ist. Die Meinung ist sehr, sehr häufig, ich will es alleine schaffen, ohne Medikamente. Medikamente will ich nicht. Medikamente sind schlecht. Medikamente verändern meine Persönlichkeit. Dann werde ich ja ein ganz anderer Mensch. Was können Sie dazu sagen? Sind diese Ängste begründet? Kann man das alleine schaffen? Sollte man es alleine schaffen? Sollte man sich das antun, es alleine zu schaffen? Wie ist da der Stand? Also, ich kann den Leitlinien sagen. Leitlinien ist klar, immer medikamentöse Behandlung. Ich habe selber über 20 Jahre Erfahrung mit ADS bei Erwachsenen und würde immer auch zu einer, wenn es klar ist, dass es auch wirklich nur eine ADS ist, würde immer zu einer medikamentösen Behandlung raten, weil ich so viele positive Erfahrungen damit habe. Also, dass Leute manchmal sagen, mein Gott, warum kriege ich das jetzt erst? So wie Phönix aus der Asche oft so aufspringen und sagen, jetzt konnte ich endlich mal ein Buch lesen, jetzt konnte ich endlich mal mein Zimmer aufräumen, jetzt konnte ich endlich mal anfangen. Das ist ja ein Wunder, ja. Und das erstaunlich ist, ja, dass diese Medikamente, wir reden immer nur von ADS-Patienten, viel weniger Nebenwirkungen haben als alle Antidepressiva. Die meisten Patienten sind ja ewig vorbehandelt mit Antidepressiva, Neuroleptika. Das ist manchmal gruselig, mit was für Medikationen dann Patienten kommen. Und jetzt, ich erkläre das immer gerne. Was macht diese Erhöhung von Dopamin? Macht klar, wach, konzentriert. Ja? Und das ist eine unglaubliche Erfahrung. Es ist so etwa, wie wenn Sie schlecht sehen und Sie kriegen auf einmal eine Brille auf. Und Sie sehen auf einmal alles und sagen, wow, und das sind andere immer. Ja? Und dann sagen Sie, boah, das ist ja so leicht im Leben, wenn man das sieht. Also es ist wie eine chemische Brille. So wie wenn eine Brille nur wirkt, wenn man sie auf der Nase hat, klar, wenn man sie abzieht, sieht man wieder schlecht. So wirkt diese chemische Anhebung auch nur für die Dauer, bis es wieder abgebaut ist. Aber die kann man nutzen. Und das Gute ist, die meisten Patienten können dann doch lernen, weil sie so lange, weil sie lernen, sich dann zu organisieren, konzentriert zu bleiben. Das Hirn ist plastisch, das Hirn lernt ja nach, das verschaltet sich neu. Dass die meisten, ja, gerade wenn sie früh entdeckt behandelt wurden, so mit Abschluss der Ausbildung es dann doch absetzen können. Ja? Wir haben im Erwachsenenbereich dann die Patienten, die so 40, 50 sind, die sehr ausgebrannt sind. Wir haben viele ADS-Patienten, die sehr früh einen Burnout entwickeln, weil das so anstrengend ist, das ADS zu handeln. Ja? Man muss sich anstrengen, nicht rumzuzappeln, sich ruhig zu verhalten. Ist anstrengend, merkt kein Mensch, wie anstrengend das ist, dass man nicht zappelt. Man muss sich anstrengen, konzentriert zu bleiben, bei der Sache zu bleiben, merkt auch kein Mensch, weil die anderen das von selber können. Man muss sich anstrengen, nicht dauernd heftig zu reagieren. Also da steckt unheimlich viel Anstrengung dahinter, die für andere gar nicht fühlbar sind und auch für Betroffene nicht. Aber das führt oft zu einem sehr frühen Erschöpfungszustand. Und kein Mensch fragt, warum eine 35-jährige Patientin mit einem Halbtagsjob einen Burnout kriegt, sondern die läuft dann unter Burnout und Depression und überfordert. Und keiner guckt mal genau nach, was überfordert die denn? Was ist denn so anstrengend für die Patientin? Ja? Und die können sie oft wirklich so toll wieder auf die Füße stellen, dass sie sagen, boah, und jetzt habe ich wieder Erfolg. Ja? Und das ist etwas, was viele Psychotherapeuten nicht verstehen, dass Erfolg so was Wichtiges ist. Ja? Es nutzt doch nichts, wenn ich weiß, ich bin eigentlich intelligent, ja? Aber ich bin so verstrahlt und verpeilt und kann einfach jetzt nicht an der Uni lernen.
dann nutzt mir nichts, dass mir der Psychotherapeut sagt, naja, ist doch auch nicht so schlimm, wenn Sie das Studium nicht schaffen. Ja, sind doch so ein netter, wertvoller Mensch. Sondern Sie wissen, ey, das ist jetzt, das will ich, das ist, dafür brenne ich, aber ich krieg's nicht hin, ich komme nicht in die Gänge, ich kann nicht lernen, ich kann mir es nicht merken. Und die beste Therapie ist, Menschen in die Lage zu versetzen, erfolgreich zu sein und ihr Potenzial, nicht mehr, aber ihr Potenzial, ihr Hirn, was gut funktioniert, nutzen zu können. Mhm. Ja? Das ist die beste Therapie. Und insofern, das Erstaunende ist es wirklich, dass 60-70% der Patienten, die wir behandeln, medikamentös, dass sie gar keine Psychotherapie brauchen. Die sagen, passt super. Und dann haben wir noch die 30%, klar, die müssen lernen noch, sich selber besser zu sortieren und so weiter. Aber das sind tatsächlich viel weniger. Ja? Und andersrum geht es eben nicht. In der Psychotherapie lernen sie nicht, sich besser zu konzentrieren, weil ihr Hirn das nicht kann, weil sie weiter reizoffen bleiben. Ja? Und deswegen, das ist so eine vergebene Chance. Ich mache viele Fortbildungen für Fachärzte und ich sage immer, ADS ist das dankbarste Krankheitsbild in der Psychiatrie. Man kann, wenn die Diagnose stimmt, ja, und man das richtig behandelt, ja, können Sie nirgends schneller Patienten glücklich, gesund und mit einem guten Selbstwertgefühl ausstatten, als wenn Sie den ADS richtig einstellen. Gut, dann, also wir haben jetzt mit Sicherheit auch den einen oder anderen Zuschauer, der sagt, ich habe die ADHS-Diagnose, aber ich habe bis jetzt Medikamente immer kategorisch abgelehnt. Aus welchen Gründen auch immer. In vielen Fällen ist es vielleicht auch einfach Angst, dieses Medikament zu nehmen. Was kann man diesen Menschen sagen? Muss man davor Angst nehmen? Kann man Angst haben? Kann man Medikamente gegen ADHS einfach mal ausprobieren, um zu gucken, wie fühle ich mich damit? Fühle ich mich damit gut? Ja, das ist eine wichtige Frage. Also muss es lange nehmen wahrscheinlich auch. Ne? Jetzt, nein. Also ich komme mal zurück darauf, was Sie auch sagten, das soll einen nicht verändern. Also eine Brille verändert Sie auch nicht. Ja, wenn Sie als wirklich, wenn Sie sehr fehlsichtig sind und Sie ziehen die Brille auf, sind Sie kein anderer Mensch. Sie leben nur sehr viel leichter. Sie können auch ohne Brille, aber es ist wahnsinnig anstrengend und mühevoll. Ja, so können Sie es etwa sehen. Jetzt steht das Ganze unter Betäubungsmittelgesetz. Das macht es tatsächlich schwierig. Ja? Ich bin auch der Meinung, dass es unter Betäubungsmittelgesetz stehen sollte. Und ich erkläre auch, warum. Menschen, die kein ADS haben, können auf, das sind Amphetamine. Amphetamine und Ritalin ist auch ist ähnlich Amphetamin. Ja? Machen normalos, in Anführungsstrichen, normalos, können das eine Antriebssteigerung machen und einen Hype wie Ecstasy. Ja, das kann man in der Techno-Disco 3 Tage durchtanzen, ja, kann einen Kick kriegen und das hat eine Suchtgefahr. Ja, mhm. Es steht für alle, die kein ADS haben, unter BTM, damit jetzt nicht jeder Student zum Hausarzt geht und sagt, ich will da mal weniger lernen, aber mehr Party machen. Musste ich gerade dran denken, wollte ich nicht sagen, aber ja. Ja, aber genau deswegen ist also zum Schutz der anderen. Und es steht auch unter Facharztvorbehalt. Also das heißt, nur der Facharzt darf es diagnostizieren und man muss die klaren Diagnosekriterien abbilden. Also das heißt, man darf das nicht einfach ausprobieren, ja, sondern der Facharzt muss eben die Kernsymptomatik abbilden und zwar im ganzen Leben. Dazu müssen wir Schulzeugnisse anschauen, dazu müssen wir anschauen, wie war das am besten Beschreibung der Eltern. Dafür müssen wir eine aktuelle Symptomaufnahme machen. Die Kernsymptomatik bei ADS ist Konzentrationsstörung. Motivationsstörung, Chaos, desorganisiertes Verhalten, Impulsivität, nicht bei unaufmerksam, aber bei hyperaktivem ADS, ja, diese enormen Stimmungsschwankungen, diese emotionale dieses emotionale Überreagieren und dann eben daraus resultieren Selbstzweifel. Diese Kernsymptomatik müssen Sie abbilden können und zwar im ganzen Leben, ja. Und wenn Sie das haben, ja, und dann dürfen Sie leitliniengerecht eben diesen Patienten entweder Methylphenidat, das ist Ritalin, oder Dexamphetamin, das ist Elvanse geben. Ja? Das müssen Sie auch unter Überbetäubungsmittelrezept verordnen. Das ist eben sehr schwierig, weil die meisten Psychiater überhaupt kein Betäubungsmittelrezept haben. Das braucht man tatsächlich nur für die Behandlung von ADHS. Die machen kein ADS, also haben sie keine. Ich kann das sogar mal so reingeben, wie so ein Betäubungsmittelgesetz aussieht. Da, das Rezept, da ist sogar eine Nummer drauf. Ja, das ist nur eine Woche gültig. Da sind eine Menge Auflagen drauf, eben um diesem Missbrauch vorzubeugen. Dass auch nicht jeder Student sich gemüßigt fühlt, ja, das zu nehmen. Jetzt wird ja immer gesagt, das wird ja bei Studenten missbraucht. Ja, dazu muss man aber sagen, wir haben von 10 ADS-Patienten gerade mal
maximal 2 Patienten diagnostiziert und behandelt. Das heißt, 80% aller ADS-Patienten sind weder diagnostiziert noch behandelt. Das heißt, die Studenten, die das nehmen und bei denen es wirkt, sind wahrscheinlich die, die unerkannt erfasst haben, wenn ich das nehme, kann ich besser lernen. Ja, ich sage jetzt nicht, die muss man natürlich auch dem Facharzt zuführen, aber es gibt ja kaum Fachärzte, die das machen. Mhm. Das heißt, die Patienten irren ja auch durch unsere Nation, ja, und gucken, ja, kriegen in den ADS-Ambulanzen gesagt, dass sie übernächstes Jahr einen Termin bekommen. Also das ist wirklich traurig, dass wir so eine Unterversorgung für den Patienten haben. Aber ich kann nur jedem Patienten wirklich raten, sich jemanden zu suchen, der Erfahrung damit hat, und wirklich das fachärztlich leitliniengerecht diagnostizieren und behandeln zu lassen. Und die Einstellung ist relativ schnell. Es ist nicht wie bei der Antidepressiva, dass man da wochenlang warten muss. Aber man muss jeden Patienten individuell einstellen. Man kann sogar, und das erzähle ich immer meinen Patienten, man kann zum Teil zwischendurch am Wochenende das mal aussetzen. Man kann das sozusagen wie eine Lesebrille nutzen. Heute habe ich einen langen Tag, brauche ich eine längere Dosierung. Heute arbeite ich nur halbtags, eine kürzere. Am Wochenende chillig, brauche ich gar nichts. Also das heißt, das muss man mit dem Patienten, kann man das ganz passgenau machen, wie er sich dosieren kann, wie er eben diese chemische Brille nutzen darf. Ja, muss er natürlich mit dem Arzt besprechen, beziehungsweise muss der Arzt das ihm auch klar erklären. Muss man manchmal auch kombinieren mit verschiedenen. Es gibt unterschiedliche Längen, wie das wirkt. Es gibt kurzwirksame, mittellangwirksame und langwirksame Medikation dafür. Aber das kann man sehr passgenau abstimmen auf die Bedürfnisse des Tages. Und ich würde immer Patienten raten, probieren Sie es wenigstens mal aus, wenn Sie ADS haben. Suchen Sie sich einen Facharzt, der das kann, der das einstellt mit Ihnen. Und vergeben Sie sich nicht die Chance, es wenigstens auszuprobieren. Und Sie können es nach einer Woche oder zwei weglassen, wenn Sie merken, nee, das ist nichts für mich. Aber viele sind schon gekommen und haben gesagt, oh Gott, ja, mir haben das schon so viele gesagt, ich hätte es mal eher machen sollen. Da höre ich jetzt auch raus, Thema Diagnose, wo bekomme ich überhaupt die ADHS-Diagnose her, dass es schon wichtig ist, da wirklich zu jemandem zu gehen, der sich wirklich auskennt. Das heißt also nicht die ADHS-Diagnose beim Hausarzt abholen oder bei einem Psychotherapeuten, der sich nicht darauf spezialisiert hat. Wo geht man am besten hin, wenn man den Verdacht oder schon eine Verdachtsdiagnose sogar auf ADHS hat? Das ist wirklich sehr schwierig. Also was ja manche Kollegen jetzt machen, ist so eine Computerauswertung. Das darf man nicht. Die Computer, also diese auch normalen Tests. Also man kann nicht alleine an einem ADHS-Test weder in ADS diagnostizieren noch ausschließen. Ja? Also der Test ist nur ein grob orientierendes Verfahren. Letztlich also ein Screening-Test jetzt. Screening-Test. Und man muss diesem ganzen Leben das darstellen können. Und das macht Arbeit. Ja? Also das kann man nicht in 5 Minuten. Ja? Man braucht Erfahrung dazu und es gibt zu wenig. Also was man machen kann, ist zu gucken, wo sind die nächsten Unikliniken, die haben ADS-Ambulanzen. Viele große psychiatrische Kliniken entwickeln jetzt ADS-Ambulanzen. Das heißt ja auch, das wird ernst genommen. Ja, wenn die Uniklinik eine ADS-Ambulanz hat, ist es keine erfundene Krankheit. Auch nochmal zu dem Thema, ja. Also das ist da ja ganz hoch aufgehängt. Die sind aber leider alle wahnsinnig voll. Ja, man kann oft bei den Selbsthilfegruppen nachfragen, welche Ärzte werden vor Ort empfohlen. Also das ist aber selbst in München ein Problem, wirklich. Obwohl wir ja eine sehr gute ärztliche Versorgung haben, auch im psychotherapeutischen, im psychiatrischen Bereich. Also das ADS ist das Stiefkind der Medizin, muss man ganz klar sagen. Mhm. Leider. Und da vielleicht auch nochmal von mir den Tipp. Also es gibt ja die ähnliche Thematik gibt es ja auch im Bereich Autismus, dass man da an die Uniklinik will. Und oder muss sogar unbedingt an die Uniklinik, muss zur Diagnostik, und dann wird einem gesagt, ja, so 2 Jahre, Warteliste führen wir aber nicht, weil macht gar keinen Sinn mehr. Ich kann immer nur den Tipp geben, wenn es eine Warteliste gibt, sich jetzt schon mal draufsetzen zu lassen, denn viele machen immer den Fehler, die sagen, na, ich suche erstmal weiter, ich gucke erstmal weiter, ob ich noch irgendwo eine schnellere Gelegenheit finde, wobei natürlich auch eine schnellere Gelegenheit nicht immer eine bessere Gelegenheit sein muss, das muss man dazu sagen. Und dann ist häufig ein halbes Jahr rum und die stellen dann fest, Mist, hätte ich mich mal doch vor einem halben Jahr schon auf die Warteliste setzen lassen, jetzt habe ich noch ein halbes Jahr verloren. Natürlich, wenn man dann Termin dann nicht mehr braucht, bitte absagen, aber die Wartelisten sind ja sowieso so voll, dass durch die Unikliniken da jetzt kein Schaden entsteht, außer kurz das Häkchen rauszunehmen aus dem Computer.
aber wirklich da auch nicht zu lange zu warten, sich da in der nächsten Uniklinik einfach auf die Liste hauen zu lassen. Kann Und immer noch mal notfalls sein. wirklich weit fahren. Ja, also ich Ja. habe Patienten wirklich zum Teil aus ganz Europa, aus ganz Deutschland. Und ich sehe da auch meine Aufgabe drin, das zu diagnostizieren und das gut einzustellen. Und dann schicke ich sie wieder zurück zum Psychiater und der kann es dann weitermachen. Ja, also auch wenn man jetzt mal eine längere Fahrt auf sich nimmt, dass man überhaupt die Diagnose und eine Einstellung bekommt, ist so wichtig. Und dann ist es leichter, auch jemanden zu finden, der mit einem Arzt trifft natürlich, dann das auch weiter behandelt. Und dann kann man dem das vielleicht auch beibringen, wie wichtig das ist, dass er sich damit mehr beschäftigt. Ja. Also, das ist wirklich sehr unerfreulich für die Patienten. Mir tut das auch leid. Ich habe mindestens 20 bis 30 Anfragen am Tag. Ja, und die fragen mich alle händeringend, wo soll ich hingehen? Und ich bin auch immer ganz ratlos, wo ich sie alle hinschicken soll. Und das ist ja das Gemeine daran. Es braucht ja eben nicht so lange. Ja, man braucht eine Diagnostik, weil man die kann man, wenn man viel Erfahrung hat, relativ schnell stellen. Wenn jemand nicht so viel Erfahrung hat, braucht man 4, 5 Mal. Okay. Und dann kann man es einstellen. Und das ist so schnell. Ja, und ich sehe dann oft die Patienten, die sind 10 Jahre in Psychotherapie. Also da sind auch 100.000 Euro weggegangen, 10 verlorene Jahre. Ja, also das heißt, der Aufwand ist gar nicht so groß. Es geht darum, dass wir die Kompetenz bekommen in Deutschland, ja, dass die Fachärzte und Psychotherapeuten sich damit beschäftigen und erfassen, das ist wirklich ein wichtiges Krankheitsbild. Das muss man sich mal vorstellen. Die Schizophrenie ist in Deutschland etwa 1% der Normalbevölkerung. Wir haben bei ADS die 4- bis 5-fach höhere Rate an Betroffenen. Und wenn man als Psychiater sagen würde, ich verstehe nichts von Schizophrenie, müsste man sagen, setzen 6. Ja, aber ein 5-fach häufigeres Krankheitsbild wird zu einem großen Teil weder in seiner Bedeutung erkannt, noch irgendwie umgesetzt und behandelt, obwohl es Leitlinien und ICD-10 von dazu gibt. Das ist schon ein trauriges Ergebnis im Moment. Ein Woher trauriges kommt Ergebnis. das, dass das nicht, dass ADHS ja so wenig, sage ich mal, ja, anerkannt wird und vor allen Dingen, dass es auch so wenige Experten dafür gibt? Also im Bereich Autismus ist es ja so, dass es ja ganz, ganz lange als reine Störung des Kindes- und Jugendalters gelistet war und natürlich dann in der Erwachsenenpsychotherapie das gar kein Bestandteil der Ausbildung war. Aber wieso ist es Aber bei ADS? das ist genauso bei ADS, war ja Okay. auch immer nur eine Kindererkrankung. Und ich bin entsetzt darüber. Ja, ich habe selber Kinder, die Medizin studieren. Ich habe viele Psychologiestudenten, die hören das immer noch nicht in ihrer Ausbildung, weil die Profs, die das lernen, es immer noch nicht können. Ja, ich denke, es liegt bei den Ärzten an dem Betäubungsmittelrezept. Ja, dass dieser Aufwand, das bei der Bundesopiumsstelle zu bestellen und sich damit zu beschäftigen, wie man das ausfüllt und im Safe muss man das lagern, das ist für die schon, wir haben ja alle genug zu tun. Ja, und sie erfassen nicht. Ja, dass jeder fünfte Patient bei Ihnen ADS hat. Also das heißt, das ist eine Selektion. Ja? Wer bei der Psychiatrie und Psychotherapie auflegt, ist eine Ist Selektion. ja höher, Und mit einer höheren jeder Wahrscheinlichkeit fünfte hat er schon Patient was, ne? ADS. Und der hat natürlich oben drüber noch ein paar Depressionen, Sucht und so weiter. Ja, aber drunter ADS. Ja, und das ist schon erschreckend. Ja, und es liegt natürlich daran, die sind alle genug, die haben alle sind alle ausgelastet. Und es ist nicht so, dass es keine Fortbildung darüber gibt. Also so der große DGPPN-Kongress in Berlin, da gibt es ganz viele Fortbildungen, auch wirklich also von den Unikliniken und so weiter zum Thema ADS. Da gehen auch viele Leute hin, aber sie setzen es trotzdem nicht um. Ja, und das hat sicherlich auch zu tun, dass wir alle gelernt haben, mich inklusive, ich habe das auch noch gelernt. Es gibt einfach alle Erkrankungen, was wir vorhin schon gesagt haben. Alle Erkrankungen haben ihre Ursache in der Kindheit. Und jetzt kommt da so eine genetische Erkrankung daher, die man noch nie gehört hat. Und also das dauert unglaublich lang, bis das irgendwie umgesetzt wird. Und solange es die Professoren nicht lehren, ja, haben wir wieder eine Generation von jungen Menschen, von jungen Spezialisten, die das nicht können. Das ist wirklich schade. Verwechselt sich ADHS im Alter? Da, das hatten wir vorhin Großes schon so ein Thema. Thema, ganz großes Thema. Also wir wissen ja wir haben ja eine höhere Prävalenz, also ein höheres Auftreten bei den Kindern, etwa von 5 bis 7%. Also ein Drittel etwa verwechselt sich tatsächlich. Meine Beobachtung ist, je früher es behandelt wird, desto besser der Verlauf. Da kommen dann viele wirklich auch sehr gut klar in ihrem Leben, wenn es früh behandelt wird und früh auch erklärt wird und früh Unterstützung gibt. Es gibt noch mal eine ganze Gruppe der High-Functioning-ADSler, das sind unter Umständen auch wirklich meine Kollegen und Rechtsanwälte und so weiter, die dann mit 50 bei mir in der Praxis stehen und sagen, so, jetzt habe ich einen Alzheimer.
kann mich nichts mehr merken, bin total fertig, total ausgebrannt, ja, vergesse alles, ja. Oh, und die Frau sagt, ja, eigentlich hat er schon immer alles vergessen, aber die Sekretärin hat gerade aufgehört. Und wo so klar ist, das sind die ausgebrannten ADSler und denen können Sie nochmal unglaublich helfen, wenn Sie es richtig diagnostizieren und behandeln. Ja? Also zum Thema, wird das besser? Nein. Wenn Sie lernen, im Laufe des Lebens sich gut zu organisieren, ja. Wenn Sie aber mit letzter Kraft das noch so sich zusammenreißen, dann kann sein, dass Ihnen mit 50 die Puste ausgeht und Sie überhaupt nicht mehr verstehen, was jetzt los ist und Sie wirklich das Gefühl haben, mein Hirn baut ab und ich werde jetzt so langsam dement. Und das ist natürlich eine ganz große Angst auch, wenn man so merkt, ich kann mir nichts mehr merken. Und das muss man wirklich dann auch genau differenzieren und entscheiden. Und ich bin da immer wieder erstaunt, ja, wie die dann oft noch sagen, boah, und jetzt macht mir meine Praxis wieder Spaß. Jetzt gehe ich in meine Kanzlei und kann wieder Schriftsätze. Aber ohne Medikamente habe ich ein dumpfes Hirn und kann nicht mehr denken. Ja, also das ist, das dürfen wir nicht vergessen, haben wir wenig Forschung zu der Gruppe der über 50-Jährigen. Das ist absurd, auch zum Beispiel, Ritalin ist nur bis 60 zugelassen. Wir müssen zum Teil wirklich auch bis ins hohe Alter das behandeln. Und es wird auch ein Problem. Wichtig ist ja bei ADS auch Sport zu treiben, Jäger gehen, Bewegung. Ja? Mhm. Wenn die sich nicht mehr bewegen können. Viele können noch relativ gut das ADS kompensieren, indem sie regelmäßig Sport machen. Mhm. Aber wenn das auf einmal nicht mehr geht, weil man eine Kniearthrose hat oder irgendwie der Meniskus abgerissen ist oder, ja, oder es geht nicht mehr, und dann wird das ADS schlimmer. Und das versteht kein Mensch mehr, was dann passiert. Dann werden die auf einmal unruhig und angespannt und aggressiv. Ja? Und keiner ist das dann nochmal im Zusammenhang mit ADS, dass die sportliche Kompensation wegfällt. Unabhängig von dieser Medikamentenkomponente, wie kann man Menschen mit ADS helfen, beziehungsweise vielleicht anders gefragt, was tut Menschen mit ADS gut? Wie können sich Menschen mit ADS auch selber helfen? Was gibt es da für Skills, für wichtige Verhaltensweisen, die man sich angewöhnen kann, um einfach das gesamte Leben für sich angenehmer zu gestalten? Eine ganz wichtige Frage. Also einmal Bewegung. ADSler Ausdauersport. Ja? Nicht Muckibude, wo ganz viel ist. Reize runter. Natur. Ja? Natur, Sport, Ausdauersport. Ja? Also weniger Reize. Also ADS läuft auf dem Land besser. Ich habe das erklärt mit dieser Reizüberflutung. Ja? Also so eine Stadt hat enorme Reize, allein von dem Verkehr, allein von dem, was drumherum passiert. Viele ADSler geht es besser, wenn sie raus aufs Land ziehen oder in eine ruhigere Umgebung. Ja? Nicht an der Hauptstraße wohnen. Ja? Nicht ständig Action haben. Ja? Oft brauchen die auch Ohrstöpsel oder Kopfhörer, damit sie Reize ausblenden können, wenn sie in der U-Bahn fahren oder in längere Zugfahrten, dass sie nicht jedes Gespräch drumherum mitbekommen, ja, oder dass sie lernen mit Kopfhörern, damit sie nicht mehr dauernd abgelenkt werden, dass sie in der Bib lernen, wo sie möglichst in einer ruhigen Umgebung sitzen, dass sie nicht dauernd aufstehen und sich ablenken, dass sie lernen, mit Listen zu arbeiten, ja, mit Erinnerungsfunktionen, also Coaching. Aus dem Coaching kommt vieles Gute für ADS, wie man sich selber gut organisiert, ja. Aber Bewegung und reizärmere Umgebung ist schon sehr wichtig. In Supermarkt, in kleinere Supermärkte einkaufen. ADSler haben oft das Problem, wenn sie in einem großen Supermarkt stehen und sie haben 10 Butter zur Auswahl, dass sie überhaupt nicht entscheiden können, weil sie nicht produzieren können, was für eine Butter will ich denn jetzt? Oder welche Ketchupdose von 10 nehme ich denn jetzt? Ja, also dieses weniger und auch Natur ist eben, das ist, die ADSler brauchen halt auch eine Umgebung, wo sie hinpassen, einen Platz, wo einfach nicht dauernd ständig irgendwas so wo sie von Reizen überflutet werden, ja. Und das ist ja auch immer was bei der Berufswahl wichtig, was man ADS dann raten muss. Auf der einen Seite was Spannendes, was Abwechslungsreiches, aber auch was Strukturiertes, ja. Und nicht was zu viel Genauigkeit, zu viel Sorgfalt braucht und auch nicht was Langweiliges, ja. Aber so Natur und Bewegung kommt dem Jäger schon am nächsten. Das heißt, und wir leben ja alle ein ungesundes Leben vor dem Bildschirm und sitzen viel zu viel. Und das zeigt sich eben bei ADS-Lern, sind Reize und Sitzen und Bildschirm besonders, ja, verschlechtert das. Ja? Ja, das wird ja jedem schon empfohlen. Also es wird ja, ist ja immer auch wieder Thema, diese generelle Reizüberflutung, dass man sich nicht mehr auf das Wichtige konzentrieren kann, weil auch das Gehirn ja schon gar nicht mehr unterscheiden kann unter all diesen Alarmsignalen und Informationen und Bullshit-Artikeln im Internet. Was ist denn jetzt überhaupt wichtig?
Na, das überfordert ja uns alle schon und das ist natürlich dann für Menschen mit ADHS noch die Mit der zehnfache. Reizoffenheit ist das noch mal viel schlimmer und das muss man einfach immer erklären. Also das finde ich immer auch so eine wichtige Therapie bei ADS, dass man es gut erklärt, dass man auch das ADSler verstehen, warum sie anders ticken. Ja, warum? Das ist ein komplexes Anderssein. Man nimmt anders Informationen auf, man reagiert anders, man empfindet anders, man nimmt andere Sachen wahr. Ja. Und das ist ja auch die Diversität, das ist ja auch gut so. Die Menschheit hat sich entwickelt in der Vielfalt und nicht, weil wir alle gleich sind, ja, sondern weil wir andere Stärke- und Schwächeprofile haben. Und deswegen finde ich auch immer diese Neurodiversitätsdiskussion gut, ja, bei Autismus ja genauso. Übrigens gibt es ja auch noch Überschneidungen, muss man ja vielleicht auch noch sagen. Autismus, die Hälfte der Autisten hat ja auch ADS und etwa 7% der ADSler haben auch noch autistische Traits zumindest, ja. Also das heißt, da gibt es auch noch mal eine gemeinsame Schnittmenge. Das sieht dann ein bisschen anders aus. ADS und Autismus ist dann auch noch mal eine Besonderheit. Ja, dann auch noch mal der Hinweis auf den sehr ausführlichen und vorzüglichen Artikel, den Sie mir auch mal für meine Internetseite Autismus Spektrum Info zur Verfügung gestellt haben. Da geht es noch mal ganz explizit um dieses Thema. ADHS und Autismus, das ist ja für viele ein ganz, ganz großes Thema. Verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung. Vielleicht, bevor ich Sie noch mal fragen würde, was für Sie noch ganz, ganz wichtig ist zum Abschluss, was dieses ganze Thema anbelangt. Ich bin mir sicher, dass ich mit meinen Fragen noch das ein oder andere vergessen habe, was trotzdem ganz wichtig und erwähnenswert ist. Jetzt haben Sie schon das Thema Autismus und ADHS angesprochen. Ich bekomme immer mal wieder die Frage auch zum Thema ADHS und Persönlichkeitsstörungen, insbesondere ADHS und Borderline-Persönlichkeitsstörungen, wo es ja auch, so wie ich gelesen habe, eine recht hohe Überschneidungsrate geben soll. 30%, 20%, ich versuche mich zu erinnern korrekt. Können Sie dazu was sagen? Thema ADHS und Borderline? Ich weiß, das ist sehr speziell tatsächlich die Frage. Nein, nein, das kann ich Ihnen sagen. Also die Persönlichkeitsstörungen sind alle häufiger bei ADS. Sie haben alle psychischen Erkrankungen häufiger bei ADS, ja, weil es eben auch ein Risikofaktor ist mit dieser Verletzlichkeit, mit dieser Dünnhäutigkeit, mit dieser Impulsivität, ja. Wenn Sie sich angucken, Borderline des impulsiven Typs, haben Sie eine ganz hohe Überschneidung mit ADHS. Ja? Der entscheidende Punkt, wo man es unterscheidet, ist, dass ADS ist von Anfang an da. Also Sie haben das schon in der Kindheit, diese Impulsivität. Ja? Und es gibt noch, was die Borderline nicht haben, ist eben diese Konzentrationsstörung, diese extreme Ablenkbarkeit und auch nicht so dieses desorganisierte Verhalten, dass sie so ständig chaotisch sind, kein Zeitgefühl haben, keine Planungsfunktion. Ja? Sie haben gemeinsam die Impulsivität, die Stimmungsschwankungen. Ja? Die ADSler verletzen sich häufiger, weil sie mehr Unfälle haben, weil sie einfach verpeilt sind, impulsiv sind, nicht an Konsequenzen denken. Sie haben ein hohes Risiko für zu verunfallen. Die Borderliner verletzen sich selber einfach öfter, ja, haben auch ein höheres Risiko für Suizidalität. Beide haben ein hohes Risiko für Depression und es gibt eben auch die Überschneidung, damit wäre es ja sonst zu einfach. Es gibt eben auch ADS und Borderline zusammen, ja, oder ADS auf Borderline-Niveau, ja. Also da muss man wirklich ganz genau hingucken. Das sind dann die schwierigen Diagnosen genauso wie Bipolar. ADS und Bipolar gibt es zusammen, aber oft werden auch die ADSler, die nur ADS haben, als Bipolar diagnostiziert, weil der Psychiater nicht weiß, was ADS ist. Also sie haben oft Falschdiagnosen auch, aber es gibt es eben auch gemeinsam. Ja, also deswegen ist schon ganz wichtig, dass eben auch da ein Facharzt drauf guckt und mal guckt, weil eben ein ADS kommt selten allein. Wir sehen fast nie ein ADS nur als ADS, sondern immer noch mit ein oder zwei Begleiterkrankungen, Depression, Angst, Sucht, Essstörungen haben wir noch nicht gesagt. Essstörungen sind auch deutlich häufiger, vor allen Dingen diese Essanfälle und auch das Übergewicht. Ja, wir haben es auch im psychosomatischen Bereich, wir haben auch im somatischen Bereich eine höhere Erkrankungsrate, wir haben höhere Stresserkrankungen. Es gibt interessant, es gibt eine höhere Rate von Schilddrüsenerkrankungen bei ADS, Neurodermitis, Asthma ist häufiger bei ADS, Bluthochdruck ist häufiger bei ADS, Diabetes Typ 2 ist häufiger. Also es ist schon ein Risiko für eine, also das sind aber dann die unspezifischen Stresserkrankungen, die häufiger sind, weil die ADSler einfach mehr Stress haben von Anfang an als andere Menschen.
Vielleicht noch eine konkrete Frage. Wir haben ja jetzt im Laufe des Videos festgestellt, dass ADHSler in erster Linie von der medikamentösen Therapie profitieren. Gilt das für jemanden, der eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, genauso? Also so Nein. ist, da ist es also anders. Also es ist so, dass die reinen Borderliner nicht auf die Stimulanzien ansprechen. Auch nicht auf Ritalin jetzt. Also das ist Nein. jetzt meine Nein. Frage, wenn jetzt ADHS und Borderline gleichzeitig vorliegen. Wenn sie zusammen sind, ja, dann kriegen sie ADS-Symptomatik in den Griff, aber nicht das Okay. Borderline. Das wäre nämlich schön, wenn Das man ist den klar. behandeln könnte, ja? Weil es einfach eine andere Ursache hat. Ist es dann aber trotzdem zu empfehlen, also diesen speziellen Menschen, die gleichzeitig eine Ja, Borderline-Persönlichkeitsstörung? natürlich, sobald sie ADS haben und das Okay. ADS eine Relevanz hat, immer Stimulanzien, ja. Aber ein reines Borderline können sie leider nicht mit Stimulanzien behandeln, weil es einfach nicht wirkt. Ja, dann vielleicht abschließend von Ihnen noch irgendwas, was ich vergessen habe oder wo Sie sagen, das ist ganz wichtig, das sollen die Leute noch zum Thema ADHS wissen unbedingt. Gibt es da was? Ja, also mir ist immer wichtig, diese positive Botschaft mitzugeben. ADHSler sind jetzt erstmal eine besondere Art zu sein. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch mehr Aufklärung darüber machen, dass ADHSler was Besonderes können und auch beruflich besonders platziert werden müssen. Das ist vielleicht wirklich noch wichtig. Also ein ADHSler darf man halt nicht im Großraumbüro arbeiten lassen, ja, wo 20 Leute drumherum telefonieren. Wenn man die Arbeitsleistung von dem runterfahren will, dann muss man ins Großraumbüro setzen. Und das muss man wirklich gucken. So wie bei Autisten auch. Autisten brauchen ihre speziellen Räume mit Sonderaufgaben und die muss man in Ruhe lassen. Und die ADHSler brauchen auch eine Reizabschirmung, brauchen spannende Aufgaben, brauchen auch Struktur dafür, ja. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch hinkommen, zu gucken, was sind die Besonderheiten davon. Und das ist ja gar nicht so schwierig. Ja? Wir bräuchten in den Betrieben einfach viel mehr noch Kompetenz für die Besonderheiten von ADS. Wir müssten viel mehr machen gesellschaftlich dazu, weil das ist wirklich teuer. Es gibt ja gute Untersuchungen, die zeigen, dass immense Kosten sind, Langzeitarbeitslosigkeit, immense Kosten, so 13 Jahre weniger Lebenserwartung, wenn man das nicht behandelt, wegen diesen ganzen Begleiterkrankungen. Man könnte bei den Studenten mal die Abbrecher screenen auf ADS. Würden wir eine ganz hohe Rate von ADS-Patienten finden. Die machen ein gutes Abi und kommen auf der Uni nicht mehr zurecht, weil sie keine Struktur mehr haben. Und wenn wir die an der Uni halten können und die einen Abschluss machen, dann würden die vielleicht nicht den Rest ihres Lebens sich als Tiefflieger fühlen und depressiv werden. Also man könnte die Autoraser mit den vielen Punkten in Flensburg mal screenen und würde feststellen, da sind auch eine Menge ADSler dabei, die Unfallverursacher. Also das heißt, man müsste einfach viel mehr thematisieren, auf wie vielen Ebenen das auch noch gesellschaftlich eine Rolle spielt. Ja? Schulabbrecher, ja, und so weiter. Und ich glaube, da könnte man viel Leid verhindern, wenn man das rechtzeitig diagnostiziert, das auch erklärt, auch ein Verständnis dafür schafft. Wobei ich immer sage, es ist wichtig, für ADS ein Verständnis zu haben, aber man darf es natürlich auch nicht als Ausrede missbrauchen, sondern man muss einfach sagen, hier, ich habe das ADS, ich arbeite daran, ich gucke, natürlich muss ich auch pünktlich kommen, auch wenn ich ADS habe. Natürlich muss ich auch rechtzeitig meine Sachen abgeben, auch wenn ich ADS habe. Das kann mir ja keiner nachlassen. Aber dass man einfach besser Bereiche findet, wo die ADSler gut aufgehoben sind. Zum Beispiel im Journalismus sind sie gut aufgehoben, weil das ist Action, das ist kurzweilig, ja, da kann man schnell mal hyperfokussieren, ja, und da bräuchte es auch vom Arbeitsamt viel mehr Beratung dafür, viel mehr Unterstützung, ja, und das wäre wirklich auch, dass man das auf einer gesellschaftlichen Ebene sieht, bei einer Prävalenz von 5%, das sind viele, ja, dass da einfach mehr gemacht werden müsste, damit die nicht so durchs Raster fallen und dann auch so einen langen Leidensweg haben mit so vielen Erkrankungen. Ich glaube, da könnte man viel Leid verhindern. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ihre zahlreichen Bücher werde ich natürlich auch in der Videobeschreibung verlinken. Es sind tatsächlich einige. Als ich letztens mal in der öffentlichen Bücherei war und nach dem Thema ADHS geguckt, da war hier das zweite Buch tatsächlich eins von ihrs. Danke. Und ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch so, ja, wirklich sehr ausführlich und fachkompetent all meine Fragen beantwortet haben. Gerne, freut mich.